gib mir ein Zeichen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich zu unserem Vortrag heute Abend begrüßen. Besonders möchte ich Frau Dr. Regina Mühlhäuser begrüßen, die den Vortrag gleich halten wird. Der Vortrag findet im Rahmen unserer Sonderausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg statt. Innerhalb dieser Ausstellung gibt es auch Tafeln, die das Thema des heutigen Vortrags, die Zwangsprostitution der asiatischen Frauen in Bordellen der japanischen Armee, darstellen. Frau Dr. Regina Mühlhäuser hat sich mit diesem besonderen Kapitel der Erinnerungskultur in Asien beschäftigt. Circa 200.000 asiatische Frauen wurden zur Zwangsprostitution in den Bordellen der japanischen Armee verschleppt. Ihr Kampf um Anerkennung dieses verschwiegenen Kriegsverbrechens wird heute Abend Thema des Vortrags sein. Zunächst möchte ich Frau Dr. Regina Mühlhäuser vorstellen. Sie studierte Geschichte und neuere deutsche Literatur sowie die Sprache und die Kultur Koreas an der Universität Hamburg und an der Yosei-Universität in Seoul in Südkorea. Von 1996 bis 2001 arbeitete sie als Redaktionsassistentin der Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Gegenwärtig arbeitet Regina Mühlhäuser am Institut für Sozialforschung zu den Forschungsschwerpunkten sexuelle Gewalt im Krieg, Geschichte des internationalen Strafrechts, Gender und Sexualität im Nationalsozialismus, Kriegskinder sowie Erinnerungspolitik in Europa und Asien. Regina Mühlhäuser wurde 2010 mit dem von der Universität zu Köln verliehenen Hoffmann-Herrgarten-Preis ausgezeichnet. Ja, vielleicht so weit zu deiner Person. Jetzt bin ich gespannt auf deinen Vortrag heute Abend, der uns in die Geschichte der asiatischen Frauen näher bringen wird. Bevor ich das Wort übergebe, möchte ich noch zwei Sachen loswerden. Der Vortrag heute Abend ist kostenfrei. Wir freuen uns aber über eine Spende. Und wir haben kleine Zettel vorbereitet. Schreibt die Corona-Verordnung mit vor. Beim Rausgehen möchte ich Sie bitten, dass Sie an dem Tisch noch Ihre Adresse hinterlassen, damit wir das dann eintüten können. Die werden dann in 3 Wochen sozusagen, wenn nichts passiert ist, vernichtet. Ja, und das andere ist schon gesagt worden, der Vortrag wird heute Abend aufgenommen und dann auch auf unserer Internetseite präsentiert. Danke. Jetzt möchte ich das Wort übergeben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die freundlichen Worte, für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe eben schon gesagt, ich war mal in St. Postels, aber schon richtig lange her. Und so ein bisschen Erinnerungsauffrischen, ganz schön. Und auch schön, dass es mal kein Online-Vortrag ist, sondern tatsächlich in live. Und es ist, auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist, dass alle so weit voneinander wegsitzen, aber es bietet ja immerhin die Möglichkeit. Ich stehe wahrscheinlich besser als Sie, weil ich stehe im Wind. Insofern ist es hier, ist es ein bisschen kühl. Wenn wir irgendwie pausieren müssen oder so, müssen Sie Bescheid sagen. So, jetzt nehme ich erstmal deinen Zettel hier weg. Und ich gehe gleich, ziemlich genau 29 Jahren, also am 14. August 1991, machte Hak-Sun Kim, eine der Überlebenden des sogenannten Comfort Station Systems der japanischen Armee, eine öffentliche Aussage, die im Fernsehen übertragen wurde. Im Fernsehen in Japan, in Südkorea und in anderen asiatischen Ländern. Ich bin Hak-Sun Kim, eine Comfort Woman der japanischen Armee. Als ich es in der Zeitung gelesen und in den Nachrichten gehört habe, dass Japan behauptet, nicht für die sexuelle Versklavung von Frauen im Asien-Pazifik-Krieg verantwortlich zu sein, hat sich meine Entscheidung gefestigt.
Nein, dachte ich, du musst das richtigstellen. Ich weiß nicht, warum ihr Lügen erzählt. Deswegen gehe ich jetzt an die Öffentlichkeit. Nicht um anderen zu gefallen, sondern für mich selbst. Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Hak Sung Kim wurde 1994 in Pyongyang im heutigen Nordkorea geboren. Wenige Monate nach ihrer Geburt starb ihr Vater. Sie wuchs in verarmten Verhältnissen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder auf. Als sie 15 Jahre alt war, heiratete ihre Mutter noch einmal. Und Hak Sung Kim mochte ihren Stiefvater nicht, war, wie sie selber beschreibt, aufmüpfig und wurde dann in eine Pflegefamilie geschickt. Die Pflegeeltern schickten sie und die zweite Pflegetochter auf eine sogenannte Kiseng-Schule, wo sie schreiben, lesen, tanzen und singen lernte. Kiseng ist das koreanische Äquivalent zur japanischen Geisha ungefähr, also eine Unterhalterin als Beruf. Als Hak Sung Kim die Schule 1941 verließ, abschloss, war sie 17 Jahre alt. Damit war sie noch nicht alt genug, um als Kiseng zu arbeiten, was man erst ab 19 durfte. Und so wollte der Pflegevater mit ihr und der Pflegeschwester etwas anderes, sie anderweitig unterbringen und bat die Mutter um Erlaubnis, die biologische Mutter, und fuhr dann mit beiden nach China. Er erhoffte sich, sie dort gut unterzubringen, möglicherweise gewinnbringend zu verkaufen. In Peking angekommen, wurden die drei auf der Straße von japanischen Soldaten bedroht. Ihr Pflegevater wurde bezichtigt, ein Spion zu sein und abgeführt. Die beiden Mädchen lud man auf einen Lastwagen voller Soldaten. Sie fuhren einen Nachmittag, einen Tag, eine Nacht, bevor die Soldaten sie am kommenden Abend in ein Haus brachten, das die chinesischen Bewohnerinnen und Bewohner auf der Flucht vor den Japanern gerade vorher verlassen hatten. Und ich zitiere jetzt aus der Aussage von Hak Sung Kim. Kurz darauf kam ein Offizier herein, der Offizier, der am Tag zuvor unseren Pflegevater weggeführt hatte, und brachte mich ins Zimmer nebenan, das mit einem Vorhang abgetrennt war. Da ich Angst davor hatte, mich von meiner Genossin zu trennen, wollte ich ihm nicht folgen und stampfte heftig auf. Mit Gewalt schleppte er mich aber doch ins Nebenzimmer. Er umarmte mich fest und wollte mich ausziehen. Ich wehrte mich dagegen, sodass meine Kleidung ganz zerrissen wurde. Dann vergewaltigte er mich. In dieser Nacht musste ich das noch zweimal erleben. Am nächsten Morgen, bevor es hell wurde, verließ der Offizier mich. Ich deckte mich mit den zerrissenen Kleidungsstücken zu, so gut es ging, und weinte. Nachdem er gegangen war, hob ich den Vorhang hoch, um zu sehen, ob meine Genossin noch da war. Ein Soldat mit gelblicher Uniform lag noch bei ihr und daneben saß sie, die sich mit zerrissenen Kleidungsstücken zudeckte und weinte. Ich war erschrocken und ließ den Vorhang sogleich wieder fallen. Als es hell wurde und nachdem der Soldat fortgegangen war, schob meine Genossin den Vorhang zur Seite und kam zu mir. Wir fühlten uns sehr elend und waren einfach sprachlos. Wir umarmten uns und weinten. Hak Sung Kims Erzählung macht deutlich, wie ausgeliefert die Mädchen und jungen Frauen waren. Oft waren sie weit weg von ihren Heimatorten, oft auch in anderen Ländern, deren Sprache sie nicht sprachen. Und auch die Sprache der japanischen Soldaten, der Kolonisatoren, sprachen sie in der Regel nur dürftig. Gerade Korea war als japanische Kolonie völlig verarmt und weite Teile der Gesellschaft kämpften um ihr Überleben. Diesen Zusammenhang muss man bedenken, um zu verstehen, warum viele Koreanerinnen und Koreaner ihre Töchter verkaufen mussten und warum einige mit den Japanern kollaborierten. Das Mädchen als Initiationsritus zunächst von einem ranghohen Offizier vergewaltigt worden, scheint regelhaft vorgekommen zu sein. Es wird von vielen Überlebenden berichtet. Am folgenden Tag bauten die japanischen Soldaten dann Betten für Hak Sung Kim und ihre Pflegeschwester. Jede bekam einen Raum und einen japanischen Rufnamen und sie mussten mehrere Soldaten täglich zu Diensten sein. Sie erhielten Desinfektionsmittel, wurden wöchentlich auf sexuell übertragbare Krankheiten untersucht. Manche Soldaten brachten Kondome mit.
Besonders schlimm war es, so berichtet Haksun Kim und auch andere berichten das, wenn die Männer nach Kampfeinsätzen zu ihnen kamen. Oft hatten sie dann Alkohol dabei, betranken sich, waren relativ brutal. Haksun Kim erinnert sich darüber hinaus, dass die Frauen, die schon länger da waren, die besonders wilden Soldaten zu ihnen, also zu den Neuankömmlingen, schickten. Daran zeigt sich, es konnte auch passieren, dass es eine Hierarchie der Frauen untereinander gab, dass sich hier hierarchische Verhältnisse entwickelten. Nachdem die japanische Einheit den Standort wechseln musste und Haksun Kim und ihre Mitgefangenen mitnahmen, wurden die Bedingungen noch schlechter. Ständig mit Fluchtgedanken beschäftigt, lernte Kim an diesem neuen Ort einen koreanischen Händler kennen, der ihr zur Flucht verhalf und mit dem sie zusammenlebte und zwei Kinder bekam. Er behandelte sie allerdings schlecht, er quälte sie mit ihrer Vergangenheit und wollte sie nicht heiraten. 1946 kehrten sie nach Korea zurück, aber bereits im Flüchtlingslager in Seoul starb ihre gemeinsame Tochter an Cholera. Nach dem Koreakrieg kam ihr Mann bei einem Unfall ums Leben. Nun musste sie alleine für sich und ihren Sohn sorgen, aber auch dieser Sohn starb an einem Unfall und so versuchte auch sie, sich das Leben zu nehmen. Erst in den 1980er Jahren vertraute Haksun Kim sich einer Frau an, die die Atombombenabwürfe in Japan überlebt hatte und an den Folgen litt. 1991 machte sie im Alter von 67 ihre öffentliche Aussage und damals betonte sie, ich habe schon lange darüber sprechen wollen. Mit diesen Worten hat sie quasi so eine gängige Annahme, die wir heute, bis heute ja haben, weggefegt, nämlich die Annahme, dass Opfer und Überlebende sexueller Gewalt eigentlich schweigen möchten, weil es zu schamhaft ist, darüber zu sprechen. Dabei sind es gar nicht unbedingt diejenigen, die sexuelle Gewalt erlitten haben, die nicht bereit sind, darüber zu sprechen. Viele haben im Gegenteil durchaus ein Bedürfnis, ihre Erfahrungen zum Thema zu machen, wie Wissenschaftlerinnen und NGO-Mitarbeiterinnen immer wieder berichten. Die Rechtswissenschaftlerin Hyun Ah Young, die in den 1990er und 2000er Jahren mit einem Interviewteam Dutzende von Gesprächen geführt hat mit Überlebenden, macht deutlich, wie sie dabei auf ihre eigenen Vorurteile gestoßen worden ist. When the first self-identified survivor, Kim Haksun, said, I have wanted to speak about this experience. It was a deconstructive moment in the functioning of comfort women as a trope of shame and secrecy in Korean history. Whose shame, wessen Scham, and whose secrecy, wessen Geheimniskrämerei, have enveloped the subjectivity of this woman? How can we understand our unpreparedness for this revelation? The opaque in our knowledge. Es zeigt sich, dass es eine notwendige Bedingung für die Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt in kriegerischen Konflikten ist, sich kritisch mit den eigenen Vorannahmen auseinanderzusetzen. Warum ist die Vorstellung, die Opfer sexueller Gewalt möchten nicht darüber sprechen, bis heute so verbreitet? Was sagt das über unser Verständnis dieser Form von Gewalt und ihrer Folgen? Wie verstehen wir Scham? Wie entsteht Scham überhaupt und warum? Und wie wirkt sich das auf die Erinnerung der betroffenen Frauen, aber auch der Täter aus? Ich arbeite auch mit in der International Research Group Sexual Violence in Armed Conflict und hier diskutieren wir seit 2010 empirische Fallbeispiele und interdisziplinäre Herangehensweisen an dieses Thema. Dabei hat sich gezeigt, dass man im Umgang mit dieser Form von Gewalt nicht nur mit den typischen Problemen wissenschaftlichen Arbeitens befasst ist. Also zum Beispiel mit der Frage, dass es kein völlig objektives Wissen gibt oder dass es zum Beispiel geboten ist, die Perspektive der Forschenden zu entschlüsseln, sich selber zu positionieren, um zu verstehen, woher das Wissen, woher die Interpretation zum Beispiel der Geschichte kommt. Sexuelle Gewalt scheint auch darüber hinaus auf bestimmten geschlechtsspezifischen Vorstellungen, auf bestimmten Bildern und Emotionen zu basieren,
gleichzeitig aber auch wieder bestimmte Vorstellungen, Bilder und Emotionen hervorzubringen. Wir nennen das in unserer Diskussion im Moment Imagined Realities, und diese prägen eben die Herangehensweisen der Forschenden ebenso wie das Wissen, das sie produzieren. Ich selbst hatte das Glück, Hak-Soon Kim und 12 weitere Überlebende näher kennenzulernen, als ich 1994 und 1996 in Südkorea war. Damals war ich Mitte 20 und es kam mir ziemlich vermessen vor, als junge westliche Studentin, die jederzeit wieder würde ins Flugzeug steigen können, nach Hause, als junge Studentin mit diesen Frauen zu sprechen, die, als sie so alt waren wie ich oder gar jünger, über lange Zeiträume jeden Tag von fremden Männern mit Waffen vergewaltigt worden waren. Diese Berührungsängste gingen aber vor allen Dingen von mir und meiner Kommilitonin Mira Chö aus Berlin aus. Für die überlebenden Frauen war es eher bestärkend, dass wir aus Deutschland gekommen waren, um sie zu unterstützen. Eine von ihnen, Duk Kyung Kang, sagte zu uns: Ihr seid die Samen, die unsere Geschichte in die Welt hinaustragen werden. In der folgenden halben Stunde möchte ich Ihnen und euch einen Einblick in die Geschichte dieser sogenannten Comfort Women geben. Und ich möchte fragen: Erstens, woher hatten über 500 Frauen aus 13 Ländern den Mut, es Hak-Soon Kim gleich zu tun und mit ihren Geschichten, mit ihren Gesichtern an die Öffentlichkeit zu gehen und für ihre Rechte einzustehen? Und zweitens möchte ich fragen, warum ist es für die japanische Regierung bis heute möglich, den verbrecherischen Charakter der Comfort Stations weitgehend zu leugnen und die Verantwortung für diesen Teil der Geschichte abzulehnen? Dabei möchte ich zeigen, dass Japans Verweigerung nicht nur mit der generellen Haltung Japans zusammenhängt, dass sich nach den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki vor allem als Opfer des Krieges sah und sieht oder immer wieder als Opfer des Krieges sah und sieht und weniger als Täternation. Meines Erachtens geht es bei dieser Fragestellung hier auch darum, wie um die spezifische Natur sexueller Gewalt gegen Frauen. Eben eine Form von Gewalt, die sich von anderen Formen von Gewalt unterschied. Ich werde in 5 Schritten vorgehen. Nummer 1 zur Geschichte der Comfort Women. Nummer 2 zur Sichtbarmachung des Themas. Im 3. Schritt zu den Forderungen der Frauen. Im 4. zu Japans Mangel an Unrechtsbewusstsein. Und im 5. eben zur besonderen Natur sexueller Gewalt und warum es dieses Unrechtsbewusstsein gibt. Bevor ich beginne, ganz kurz, ich benutze durchgängig die Begriffe Comfort Women und Comfort Stations. Es handelt sich um japanische Begriffe, um japanisches Vokabular, Yugun, Yanfu und Yanyo. Es waren euphemistische Begriffe, die die Sichtweise des japanischen Militärs widerspiegelten und die den Charakter der sexuellen Versklavung verschleierten. Aber genau diese Verschleierung ist eben auch Teil der Geschichte und insofern bleibe ich bei diesen Begriffen. Im Deutschen wird es oft mit Trostfrau oder Troststation übersetzt, aber ich halte die englischsprachige Übersetzung für geeigneter, weil Comfort eben Trost auch umfasst, aber mehr bedeutet als Trost. Damit komme ich zu Teil 1, zur Geschichte der Comfort Women. Seit Hak-Soon Kims öffentlicher Aussage haben sich hunderte Überlebende gemeldet, um ihre Erinnerungen zu teilen. Manche öffentlich, andere im privaten oder im persönlichen Gespräch, zum Beispiel mit NGO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit wissenschaftlichen Arbeitenden oder mit Juristinnen und Juristen. Es handelt sich nicht nur um Frauen aus Südkorea, sondern aus allen ehemals von Japan besetzten Ländern. Aus der heutigen Perspektive könnte man von einer Art MeToo-Bewegung zum Zweiten Weltkrieg sprechen. Dank der Aussagen dieser Frauen sowie dank weiterer Quellenrecherchen, vor allem in Militärdokumenten und Soldatenerinnerungen, haben wir inzwischen ein differenziertes historisches Bild gewonnen. Ah, jetzt sehe ich die nächste Folie, die passt nicht richtig, diese erst. Diese nehmen wir mal.
Forscherinnen und Forscher wie zum Beispiel Yuki Tanaka, Yoshimi Yoshiaki, Hirofumi Hayashi, Michiko Nakahara, Hyun-A Yang, Johnson Ahn, Pepe Q, Evelina Galang, viele andere haben unser historisches Wissen erweitert. In der Bibliografie Sexual Violence in Armed Conflict von unserer International Research Group verzeichnen wir zurzeit mehr als 280 Titel zum Thema auf Englisch und Deutsch. Das sind jetzt Bücher, die es auf Deutsch gibt. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die japanische Armee in verschiedenen Gebieten und Phasen des Kriegs unterschiedlich operierte. Die ersten Comfort Stations richtete die Armee Anfang der 1930er Jahre ein, im Nordosten Chinas und in Shanghai. Zu den umfassenden kontrollierten Comfort Station Systemen wurde es aber erst ab 1937. Dabei ging es der Armee darum, erstens sogenannte wilde Vergewaltigungen zu verhindern und so den Widerstand der einheimischen Bevölkerung gering zu halten. Zweitens den Soldaten physische und psychische Entlastung zu verschaffen. Und drittens die Ausbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten einzudämmen. Viertens die Spionage zu bekämpfen, denn sie befürchteten, wenn Soldaten private Bordelle benutzen würden oder wenn sie mit einheimischen Frauen anbandeln würden, dass es dann zu Spionage kommen würde. Es gab drei Arten von Comfort Stations. Erstens die, die von der Armee selbst betrieben wurden, dann die, die nach außen von Privatpersonen geleitet wurden, aber lediglich für Militärpersonal zugänglich waren und die auch streng überwacht wurden vom Militär. Und drittens die, die zwar in Privateigentum waren, aber auch von Zivilisten besucht und die aber auch von Zivilisten besucht wurden und die aber eine Vereinbarung hatten über den Besuch durch japanische Soldaten. Das war sozusagen das generelle System, das sich über alle besetzten Länder zog. Dennoch gab es eben Unterschiede. Der japanische Historiker Yoshimi Yoshiaki, also es gibt erstmal zur Zahl der Frauen, du hattest vorhin gesagt 200.000 Frauen, glaube ich, es gibt wahnsinnig unterschiedliche Zahlen. Der japanische Historiker Yoshimi Yoshiaki schätzt heute, nachdem er 30 Jahre an diesem Thema arbeitet, dass es vielleicht 60.000 bis 80.000 Frauen und Mädchen waren, die sexuell versklavt und vergewaltigt worden sind. Es gibt aber nach wie vor auch weitaus höhere Zahlen, zum Beispiel von chinesischen Historikern. So, wo die Wahrheit liegt, wissen wir letztlich nicht. Zur Unterschiedlichkeit in Japans Kolonien, Korea und Taiwan. Hier wurden junge Mädchen und Frauen von japanischen Arbeitsvermittlern meistens angeworben, mittels Täuschung, also zum Beispiel falschen Versprechungen von Arbeitsplätzen rekrutiert und dann an die Front und in die besetzten Gebiete deportiert und sexuell versklavt. Und es gab auch Fälle, in denen Frauen direkt entführt worden sind, aber dies war eher die Regel. Diese oft sehr jungen Frauen fanden sich also in Ländern wieder, in denen sie die Sprache nicht sprachen und sozial isoliert waren. Anders war es zum Beispiel in Indonesien. Indonesien war ja damals niederländisch-Ostindien und die örtliche Bevölkerung begrüßte oder hieß die japanischen Soldaten zunächst als Befreier von den Niederländern willkommen. Das heißt, auch hier waren es Versprechungen durch Arbeitsvermittler eine gängige Methode, um Frauen und Mädchen zu rekrutieren, also diese falschen Versprechungen, aber natürlich unter gänzlich anderen Vorzeichen. Außerdem wurden die Frauen nicht in andere Länder gebracht, sondern blieben vor Ort. Mitunter wurden Frauen und Mädchen auch von Soldaten selbst gefangen genommen, wie etwa auch einige hundert Niederländerinnen. Hier wurden die Opfer auch nicht weit weggebracht, sie blieben in der Regel im Land. Auf den Philippinen, in Malaysia und in China dagegen setzten japanische Soldaten Frauen und Mädchen meist in ihren Häusern oder auf der Straße fest. Sie vergewaltigten sie und oder brachten sie in eine dieser Comfort Stations, die sich oft in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnorte befanden. Das heißt in unmittelbarer Nähe zu ihren Familien und ihrem sozialen Gefüge.
In manchen dieser Comfort Stations gab es auch Japanerinnen. Sie waren schon als Kinder ins japanische Prostitutionssystem sozialisiert worden und mussten ins besetzte Gebiet reisen, um Schulden zu tilgen. Die Bedingungen für japanische Frauen waren in der Regel etwas besser, etwa in speziellen Häusern für Offiziere. Aber auch sie wurden sexuell versklavt. Sie hatten keine Bewegungsfreiheit, konnten sich ihre Klienten nicht aussuchen, geschweige denn jemanden abwehren. Und sie waren nicht in der Position, aufzuhören oder sich eine andere Arbeit zu suchen. Letztlich lebten alle Frauen in diesen Comfort Stations unter Bedingungen, die durch Zwang und Gewalt geprägt waren. Über die Vergewaltigung hinaus waren sie mit anderen Formen von Gewalt durch die vom Krieg brutalisierten Soldaten konfrontiert. Viele Frauen wurden verprügelt, sie berichten von Folterungen, manche wurden ermordet. Einige Frauen begingen selbst Mord. Nach dem Kriegsende blieben manche in dem Gebiet der Comfort Station, wo dann die Nachbarn über ihr Schicksal Bescheid wussten. Andere verließen die Region, wieder andere versuchten, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Studien haben gezeigt, dass viele der Frauen noch Jahrzehnte später unter posttraumatischen Belastungsstörungen litten. Ein Großteil von ihnen hatte physische Verletzungen. Viele waren zum Beispiel nicht in der Lage, Kinder zu bekommen und damit eben ein normales Familienleben zu führen, ein anerkanntes Familienleben. Sie lebten oft am Rande der Gesellschaft, nicht selten in extremer Armut. Habe ich eben gesagt, es ist hier luftig? Nein, es ist hier auch ganz heiß. Also ich habe mich getäuscht. Ich komme damit zu Teil 2, die Sichtbarmachung der Vergewaltigung als Kollektivschicksal. Die Geschichte der Comfort Women war bekannt in den betreffenden Ländern wie auch in Japan in der gesamten Nachkriegszeit. In den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren immer wieder finden wir zum Beispiel Publikationen zu diesem Thema. 1973 veröffentlichte zum Beispiel der Journalist Senda Kaku das Buch Yugun Yanfu, also Comfort Women der Armee, das sich einige Millionen Mal verkaufte. Dennoch wurde das Thema überhaupt erst Anfang der 1990er Jahre als Verbrechen sichtbar. Erst nachdem die betroffenen Frauen selbst in hohem Alter begannen, ihre Seite der Geschichte zu erzählen, fing man an, sich mit diesem System der Comfort Stations als massive Menschenrechtsverletzung, das überhaupt als solche zu begreifen. Vorher war es lediglich als ein vielleicht nicht schöner, aber eben letztlich doch normaler und hinzunehmender Teil des Kriegs erschienen. Oft wurden und werden die Comfort Stations bis heute als Bordelle dargestellt. Heutzutage werden Bordelle ja weitgehend als Orte kommerzialisierter sexueller Begegnungen verstanden. Also vor allem männliche Kunden bezahlen, vor allem weibliche Prostituierte werden bezahlt. Die Männer bezahlen aber nicht nur für körperliche Erregung, sondern auch für die Illusion, sexuell attraktiv und von den Frauen begehrt zu sein. Von den Frauen wird erwartet, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Dadurch werden sie in diesem gängigen Bild des Bordells als Ort des gegenseitigen Begehrens und gegenseitiger Befriedigung verwickelt. In Fällen sexueller Versklavung, das wird oft als Zwangsprostitution bezeichnet oder als erzwungene Sexarbeit, in solchen Fällen bleibt das Bordell immer noch die Grundlage, wie wir das verstehen, die Grundlage dafür, dass wir das überhaupt wahrnehmen und begreifen. Insofern ist es ganz oft so in unserem Verständnis, als seien die Frauen aktiv in ihr Schicksal verwickelt und als profitierten auch sie in gewisser Weise von ihrer Teilnahme. Es wird angedeutet, die Frauen hätten sich freiwillig gemeldet und seien bezahlt worden. Sie erscheinen als physisch und moralisch kompromittiert, als schuldig und oft als beschmutzt. Dass die überlebenden Frauen in dieser gesellschaftlichen Situation, die ihnen keineswegs zugetan war, den Mut gefunden haben, mit ihren Stimmen und ihren Gesichtern an die Öffentlichkeit zu gehen und ihr Recht auf Anerkennung und Entschädigung einzuklagen, dürfte in erster Linie das Verdienst von Frauen- und Menschenrechtsgruppen aus den Herkunftsländern der Frauen, aus Japan und auch weltweit sein. Sie haben die individuellen Schicksale der Einzelnen aus der Privatsphäre geholt und sie haben es als
kollektive Erfahrung sichtbar gemacht, als etwas, was nicht nur den Einzelnen passiert ist, sondern allen, vielen Frauen, sehr vielen Frauen in diesem Alter. Forscherinnen wie Jun Ok-yun zum Beispiel aus Südkorea oder auch Journalistinnen wie Yayoi Matsui in Japan fingen in den 1980er Jahren an, sich mit dem Thema zu befassen und nach überlebenden Frauen zu suchen. Anfang der 1990er Jahre, nach dieser eingangs erwähnten Zeuginnenaussage von Hak-soon Kim, richtete man in Südkorea eine Telefonhotline ein, an die sich Überlebende wenden konnten. Eine Initiative, die in den darauffolgenden Jahren auch in anderen Ländern aufgegriffen wurde. Überlebende wurden durch Zeitungsartikel und auch durch Radiospots ermutigt, sich zu melden. Und je nach Region und Möglichkeiten erhielten sie materielle, medizinische und psychologische Unterstützung. Nach der jahrelangen, jahrzehntelangen Vereinzelung, die die Frauen vorher erfahren hatten, wurden sie nun als Opfer einer Form von Gewalt sichtbar, die während des Kriegs regelhaft ausgeübt worden war und die einen festen Platz in der operativen Kriegführung der japanischen Armee gehabt hatte. Damit komme ich zu Teil 3, zu den Forderungen der Frauen. Seit Anfang 1992 organisiert das Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan. Das ist sozusagen die Nichtregierungsorganisation, die von Anfang an sich um die Belange der Frauen gekümmert hat, die von Anfang an viel für die Frauen organisiert hat. Dieses sogenannte Korean Council organisierte jeden Mittwoch eine Demonstration vor der japanischen Botschaft in Seoul. Und nicht nur organisierte, sondern sie tun das heute noch, nämlich heute Mittwoch. Heute fand, wenn ich mich nicht verzählt habe, die 1452. Demonstration statt. Die Demonstrationen haben sich im Laufe der Jahre sehr verändert. Dies ist ein Bild von 2000. Hier haben wir ein anderes Bild von 2015. Wenn man heute auf die Demonstrationen guckt, dann sieht man dort ganz viel sehr junge Leute, Schülerinnen und Schüler. Und die Frauen sind meistens aus Altersgründen, viele sind verstorben und diejenigen, die da sind, gehen kaum noch zu können, aus körperlichen Gründen kaum noch zu den Demonstrationen gehen. Nichtsdestotrotz werden sie immer noch gemacht. Die Frauen und ihre Unterstützerinnen fordern die, Zitat, die Wiederherstellung der Würde und der Menschenrechte der Betroffenen. Das heißt, im Einzelnen die Anerkennung, dass es sich um ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt, die Erforschung der Geschichte der Comfort Women, eine offizielle und individuelle Entschuldigung durch die japanische Regierung, materielle Entschädigungszahlungen für die Frauen und auch für die Hinterbliebenen. Sie fordern auch die Bestrafung der Verantwortlichen, wobei dieser Punkt natürlich mittlerweile durch den Tod fast aller Verantwortlichen an Bedeutung verloren hat. Was hingegen sehr wichtig geworden ist, ist eben die Aufklärung der Jugend in Geschichtsbüchern und die Errichtung von Denkmälern und historischen Museen. Um ihren Forderungen Gehör zu verleihen, haben betroffene Frauen seit Anfang der 1990er Jahre vor japanischen Botschaften demonstriert, und zwar nicht nur wie hier in Seoul, sondern an vielen Orten auf der Welt. Auch in Hamburg haben wir schon solche Demonstrationen mit einer Überlebenden organisiert. Die Frauen haben Pressekonferenzen und Public Hearings abgehalten, vor Gerichten in Japan, in Südkorea und in den USA Klagen eingereicht. Und sie haben auch nationale und internationale Gremien angerufen, also zum Beispiel die UN, die United Nations oder das US-Abgeordnetenhaus oder eben auch das Europaparlament. In einer Zeit in den 1990er Jahren, damals war ja die Kriege im ehemaligen Jugoslawien und der Krieg und Genozid in Ruanda, im Zuge dieser Kriege oder in diesen Zeiten gab es viel Aufmerksamkeit für sexuelle Gewalt in kriegerischen Konflikten. Es begann, ein Thema zu werden, und in dieser Zeit befasste man sich auch mit der Entwicklung neuer Rechtsnormen. Wie kann man überhaupt diese Form von Gewalt mit Strafverfolgung erfassen? Und in dieser Zeit hatten die Frauen viel Aufmerksamkeit und wurden von sprachlosen und unsichtbaren Opfern zu politischen Akteurinnen oder, wie Sonja Buckel es formuliert hat,
von Bittstellerin zu Trägerin universeller und in der Weltgesellschaft einklagbarer Rechtsansprüche. Es gibt Museen, habe ich eben gesagt, es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe Museen. Was Sie hier sehen, ist die Porträtwand am Eingang des Women's Active Museum in Tokio. Das ist eines der ersten Museen, was es gegeben hat, Anfang der 2000er Jahre. Und ich finde es besonders beeindruckend, weil es eben diese vielen Fotos der Frauen gibt. Es sind nicht alle, aber es sind eben viele, die mit ihren Gesichtern hier tatsächlich stehen und ihren Geschichten, die dann im Laufe der Ausstellung erzählt werden. Auch die Publikation von Zeuginnenaussagen und Forschungsarbeiten, die Veröffentlichung von Romanen, Dokumentaren und Spielfilmen, auch die Einrichtung eben von Ausstellungen und Museen, auch durch alle diese Maßnahmen wird das Thema immer mehr ein Thema gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Hier zeige ich nochmal eine Liste von vielen Museen, die es gibt. Unter anderem gibt es auch hier in Berlin im Korea-Verband eine Dauerausstellung. Wenn Sie mal in Berlin sind, kann ich unbedingt empfehlen, auf jeden Fall auch zu besuchen. Einige der Überlebenden haben begonnen, inzwischen sich selbst mit dem Schicksal von Frauen und Mädchen in anderen Kriegs- und Krisengebieten auseinanderzusetzen, sowohl historisch als auch aktuell. Es gibt Zusammenarbeiten jetzt auch zu zum Beispiel den Jesiden, die einige der Überlebenden hier unterstützen. Und es gibt auch mehrere Frauen, die Deutschland besucht haben und die zum Beispiel bei dieser Gelegenheit in Ravensbrück waren und sich über die KZ-Bordelle informiert haben. Hier sieht man I. Okson beim Besuch der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 2013. Dass die Frauen national wie international so viel Aufmerksamkeit erfahren haben in dieser Zeit und auch breite Unterstützung, nicht nur von den Frauengruppen, sondern von breiteren Bevölkerungsgruppen, das ist zudem auf bestimmte gesellschaftspolitische Entwicklung am Ende des Kalten Kriegs zurückzuführen oder nach dem Ende des Kalten Kriegs, also zum Beispiel die Demokratisierungsbewegung in Südkorea, die Neubewertung der Rolle Japans in Asien, sowohl was Japans Kolonialgeschichte angeht, als auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, aber auch aktuelle Handelsbeziehungen. Dabei wurden die Comfort Women zu einem Teil oft nationaler und auch nationalistischer Diskurse, wie es zum Beispiel Na Young Lee für Südkorea beschreibt. Activists in various social movements, mass media and intellectual communities mobilized a unified national sentiment against Japan's immorality, utilizing the dichotomous division of us versus them, comrade versus enemy, victim versus offender and good versus bad. Es wurde also ein Gegensatz aufgebaut, auf der einen Seite die Amoralität Japans, auf der anderen Seite die Unschuld, die Reinheit, die Jungfräulichkeit der koreanischen Mädchen und Frauen. Die feministische Bewegung, die die Überlebenden unterstützt hat, war also mit einem Dilemma konfrontiert. Auf der einen Seite brauchte sie eben genau für die Öffentlichkeit die Unterstützung von solchen nationalen und patriarchalen Stimmen, um dem Thema eben Aufmerksamkeit und Gewicht zu verleihen. Auf der anderen Seite waren es aber genau diese Stimmen, die jahrzehntelang zur Isolation der Frauen beigetragen hatten und die ein sehr stereotypes Opferbild verbreiteten. Und vor diesem Hintergrund, die bösen Japaner und die guten Frauen, muss man es auch sehen, dass die betroffenen Frauen in der Regel ihre Naivität und ihre Passivität betonen bei ihren Aussagen, um ja keinen Zweifel zu lassen an ihrer Reinheit und an ihrer Unschuld. Ein Großteil der Erzählung überlebender Frauen geht in eine, wie Myung-hae Kim es formuliert hat, Stereotypen-Erzählung des Viktimisierten selbst auf. Erinnerungen, die anders funktionieren, die sich dem widersetzen, haben kaum Raum und sind schwer zu entschlüsseln. Also zum Beispiel die Frage, welche Handlungsspielräume hatten die Frauen eigentlich wirklich? Was war denn mit Frauen, die vielleicht schon sich entschieden haben, nach China zu gehen, um dort in einer Bar zu arbeiten?
Vielleicht haben Sie alle möglichen Erwartungen gehabt, gleichwohl die Erwartung dieser Comfort Stations, wie sie es gewesen sind, haben Sie sicher nicht gehabt. Aber diese Grauzonen, die für einige der Frauen vielleicht zugetroffen haben, überhaupt die ganze Frage, wer hatte welche Handlungsspielräume, all das können wir wohl nicht erfassen. Tiefergehende Darstellungen dazu werden im Dunkeln bleiben müssen. Damit komme ich zu Teil 4. Japan verweigert die Anerkennung. Im Zuge der breiten internationalen Unterstützung der Frauen Anfang der 1990er Jahre sah sich die japanische Regierung am Anfang veranlasst, zumindest eine moralische Verantwortung für die sexuelle Versklavung von Frauen und Mädchen zu übernehmen. Im August 1993 veröffentlichte der damalige Kabinettssekretär Yohei Kono eine Erklärung, in der die Einrichtung der Comfort Stations eingestand, von, Zitat, unermesslichem Schmerz und unheilbaren Wunden der Frauen sprach und eine allgemein formulierte öffentliche Entschuldigung verlas. Dies hatte jedoch keine rechtlichen oder materiellen Konsequenzen. Nach der Regierungsbildung mit Shinzo Abe als Premierminister 2012 wurde sogar versucht, die Kono-Erklärung wieder zurückzuziehen, was ihm aber nicht gelungen ist. Im Dezember 2015 handelte Japan hinter verschlossenen Türen einen Deal mit der damaligen konservativen südkoreanischen Regierung aus. Dieser Deal beinhaltete eine unspezifische Entschuldigung Abes, und also des japanischen Premiers Shinzo Abe. Und dieser vermied es zu erwähnen, dass die japanische Armee und die Regierung für dieses Verbrechen verantwortlich waren. Und es gab auch eine einmalige Zahlung, Zitat, für die Wiederherstellung der Ehre und Würde und die Heilung der psychischen Wunden aller ehemaligen Comfort Women. Auch hier ging es also um die Heilung der Wunden und die Forderung der Überlebenden nach Entschädigung für das erlittene Unrecht, für das Verbrechen, dem wurde damit entgangen. Im Gegenzug erklärte sich Südkorea bereit, auf internationalem Terrain, auch bei den Vereinten Nationen, davon abzusehen, Japan zu kritisieren und die Entfernung der Mädchenstatue zu fordern, die Bürgergruppen vor der japanischen Botschaft in Seoul aufgestellt hatten. Die Überlebenden und ihre Unterstützerinnen erfuhren erst hinterher davon, dass es diesen Deal überhaupt gab, in der Öffentlichkeit, in der Presse, und sie weigerten sich, dem nachzugeben. Außerdem ist es auch so, dass für alle anderen asiatischen Länder kein entsprechender Deal gemacht oder geplant worden ist. Nach den Neuwahlen 2017 brachte die südkoreanische Regierung, die dann eben eine progressivere, neue südkoreanische Regierung war, das Thema gegenüber Japan wieder auf die Agenda. Aber bis heute lehnt die japanische Regierung es ab, die historische Verantwortung zu übernehmen und sich mit den Forderungen der Frauen auseinanderzusetzen. Stattdessen gewinnen zurzeit wieder Stimmen an Raum, die den Frauen unterstellen, sie hätten sich freiwillig gemeldet und oder sie seien bezahlt worden. Besonders drastisch zeigt sich dieser Umgang der Erinnerung durch Japan an den Umgang mit den Erinnerungs- und Gedenkorten für Comfort Women. Also Frauen und ihre Unterstützerinnen versuchen zum Beispiel, diese Mädchenstatue an unterschiedlichen Orten aufzustellen. Hier während des G20-Gipfels in Hamburg 2015. Und überall, wo so etwas passiert, üben die Vertreterinnen und Vertreter der japanischen Regierung Druck aus, um die Aufstellung zu verhindern oder rückgängig zu machen. Im April 2007 war zum Beispiel eine Miniatur der sogenannten Friedensstatue im Besuchszentrum der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück zu sehen. Auch dort, da kam dann die japanische Botschaft in Berlin und forderte das Kultusministerium in Brandenburg auf, die Miniatur zu entfernen. Wenn man diese Entwicklung aus Deutschland betrachtet, dann fragt man sich ja, warum mobilisiert die japanische Regierung so viele Ressourcen und Energien, um diesen Teil der Geschichte zu verbergen?
liegt es lediglich daran, dass viele Japaner aufgrund der geostrategischen Entwicklungen seit den 1950er Jahren versäumt haben, ein Gefühl der Verantwortung für den Krieg zu entwickeln, wie Yuki Tanaka es formuliert hat? Oder gibt es nicht darüber hinaus auch eine spezifische Dimension, die mit der sexuellen Natur dieser Form von Gewalt zu tun hat und mit ihren gesellschaftlichen Effekten? Und spielt es vielleicht darüber hinaus auch eine Rolle, dass es Frauen sind, diejenigen, die Japan zur Rechenschaft ziehen? Und zwar nicht nur die Überlebenden, sondern Frauenbewegungen aus der ganzen Welt. Tatsächlich deutet auch die deutsche Auseinandersetzung darauf hin, dass die Anerkennung sexueller Gewalttaten nicht vergleichbar ist oder etwas Besonderes ist, spezifisch ist im Vergleich zur Anerkennung von anderen Formen von Gewalt. Deutschland, im Vergleich zu Japan, ist Deutschland heute bereit, die NS-Verbrechen anzuerkennen. Bei vielen Anlässen hat die Bundesregierung Entschuldigungen an die Opfer ausgesprochen. Sie hat Entschädigungszahlungen geleistet, wie auch immer unangemessen die gewesen sein mögen. Das lassen wir jetzt hier mal völlig beiseite. In Schulbüchern und Museen werden Verbrechen dargestellt, NS-Verbrechen dargestellt heute, offen für Bildung und Diskussion. Aber sexuelle Gewalt ist in diesen Zusammenhängen kaum ein Thema. Lediglich in der Forschung wird sie mittlerweile genauer beleuchtet, wobei sie auch hier ein Randthema bleibt. Dieser Mangel an Auseinandersetzung, der Hauptgrund für diesen Mangel an Auseinandersetzung scheint darin zu liegen, dass es in Deutschland keine Klägerinnen gibt. Aber selbst dann, wenn das Thema direkt in den Bundestag getragen wird, wie zum Beispiel 2016 von der Auschwitz-Überlebenden Ruth Klüger am Holocaust-Gedenktag, dann führt dies nicht zu einer breiteren politischen oder gesellschaftlichen Aufmerksamkeit, die sich mit dieser Frage befasst. Also die sich zum Beispiel damit befasst, welche Folgen hatte diese Form von Gewalt eigentlich für die Opfer und hat sie auch weiterhin und deren Familien. Oder zum Beispiel, wie sind die Erfahrungen der Täter in Familien und Gesellschaften weitergegeben worden? Beide Entwicklungen, die heftige Leugnung in Japan und die anhaltende Ignoranz in Deutschland, hängen meines Erachtens mit einer ambivalenten Haltung gegenüber sexueller Gewalt gegen Frauen zusammen. Und ich spreche ausdrücklich von sexueller Gewalt gegen Frauen. Im Moment geht es ja häufiger in der Diskussion auch um sexuelle Gewalt gegen Männer. Da müsste man aber in der Zukunft gucken, ob das ähnlich funktioniert, da wäre zu überprüfen, oder ob die Mechanismen, die hier funktionieren, nicht anders greifen. Also es geht um die ambivalente Haltung gegenüber sexueller Gewalt gegen Frauen. Damit komme ich zum letzten Teil, zur besonderen Natur sexueller Gewalt. Bis heute erscheint die Ausübung sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen weitgehend als ein normales, erwartbares Verhalten von Männern, das niemand besonders erstaunt, wenn es eintritt. Insbesondere in Kriegszeiten gehört es zum Alltagswissen von Männern und Frauen, dass es zu sexueller Gewalt kommen wird. Auch im Militär gibt es ein spezifisches Erfahrungswissen zu Sexualität und Gewalt. Also das, was wir hier sehen, diese akribisch organisierte, langfristige sexuelle Gewalt in diesen Comfort Stations oder auch in den Bordellen der Wehrmacht, sie zeigen, dass es eine normative Vorstellung gibt von männlicher Sexualität als etwas, das man im Krieg ausnutzen kann, produktiv machen kann und produktiv machen sollte. Männer, die sexuelle Befriedigung erfahren haben, so die Vorstellung, sind psychisch und physisch ausgeglichener und damit kampfbereiter. Zweitens soll auf diese Weise militärisch-operativen Risiken wie der Verbreitung sexuell übertragbaren Krankheiten oder das Ausmaß von Vergewaltigung eingedämmt werden. Drittens gibt es im Militär ein spezifisches Wissen darüber, dass sexuelle Affekte, also zum Beispiel Erregung oder Enthemmung, mit Gewalt verschmelzen können. Insbesondere in Kampfeinsätzen, das heißt in Situationen, in denen Soldaten mit zwei der extremsten Erfahrungen der menschlichen Existenz konfrontiert sind. Mit der Macht zu töten und mit der Möglichkeit, getötet zu werden.
In dieser Situation, das haben viele Soldaten ausgesagt, das haben Historikerinnen wie Joanna Burke oder die Kulturwissenschaftlerin Gabi Zipfel an Selbstzeugnissen von Soldaten gezeigt, dass es eben in dieser Situation bei der Ausübung von Gewalt zu sexueller Erregung kommen kann, oft kommt und überhaupt auch zu Enthemmung. Im zivilen Bereich wird diese Verschmelzung von Sexualität und Gewalt in Kriegszeiten sorgfältig verborgen. Sexuelle Gewalt wird marginalisiert. Es handele sich um eine Ausnahme oder einen Exzess, jedenfalls eine Entgleisung, die keine näheren Untersuchungen bedarf. Die komplexen Bedeutungen und Dynamiken sexueller Gewalt, die den Soldaten wohl bekannt sind, werden negiert. Letztlich gibt es bis heute kein gesellschaftliches Einverständnis darüber, dass es sich bei dieser Form von Gewalt um ein Verbrechen handelt. Um diesen Mangel an Unrechtsbewusstsein besser zu verstehen und ihm entgegenzuwirken, scheint es geboten, sich genauer mit dem Zusammenhang von Sexualität und Gewalt zu befassen. Gabi Zipfel hat dazu einen Ansatzpunkt vorgeschlagen. Ich zitiere. Eine auf der Straße zusammengeschlagene Person kann vielleicht nicht rückhaltlos mit der Empathie Anwesender rechnen. Sie muss sich möglicherweise gar vorhalten lassen, zu der Gewalttat durch irgendeine Form von Provokation beigetragen zu haben. Aber sie kann doch davon ausgehen, dass ihre Erfahrung des gewaltsam zugefügten körperlichen Schmerzes unzweideutig als eine negative Erfahrung angesehen wird. Opfern sexueller Gewalt hingegen wird eine in diesem Sinne eindeutige Zuordnung häufig versagt. Denn der Angriff zielt in diesem Fall nicht nur auf einen Körper, der schmerzempfindlich ist, sondern auch auf einen Körper, der lustfähig ist. Sexuelle Gewalt unterwirft den Körper des Opfers durch Schmerz und bemächtigt sich gleichzeitig seiner libidinösen Empfindsamkeit. Wenn man diesem Gedanken von Gabi Zipfel folgt, dann besteht ein zentrales Moment darin, dass diese Form von Gewalt körperliche Reaktionen auslösen kann beim Opfer, die als ambivalent gedeutet werden. Und gerade weil sie als ambivalent gedeutet werden, werden sie nicht als eindeutig negativ, als Verbrechen und als Unrecht verurteilt. Und damit komme ich zum Schluss. Bis heute ist es für Japan möglich, sich der Anerkennung der Verantwortung für die sexuelle Versklavung von Zehntausenden Frauen und Mädchen zu entziehen. Die japanische Regierung versucht, sich den Forderungen der überlebenden Frauen, den Forderungen der überlebenden Frauen abzulehnen, indem sie sie als bedürftige alte Frauen behandelt, die zu bedauern sind, weil sie einen Angriff auf ihre Ehre und ihre Würde und ihre psychische Wunden erlitten haben, wie es in diesem Deal zwischen Japan und Korea von 2015 heißt. Letztlich werden die Frauen als Opfer eines Verbrechens nicht ernst genommen. Diese Herangehensweise, der liegt eine Haltung zugrunde, nämlich die Haltung, die Frauen könnten einfach nicht begreifen, worum es eigentlich geht. Das heißt, was es bedeutet, ein Soldat zu sein und ein Mann zu sein. So formulierte der ehemalige Bürgermeister von Osaka, Toru Hashimoto, während einer internationalen Pressekonferenz im März 2013 etwa, das Comfort-Women-System sei notwendig gewesen, damit die tapferen jungen Soldaten, ich zitiere, in einer Situation, in der Kugeln herumfliegen wie Regen und Wind, einen Moment der Entspannung finden konnten. Frauen verstünden dies nicht, sie könnten dies nicht verstehen. Aber die überlebenden Frauen weigern sich, diese Rolle zu akzeptieren. Damit stellen sie das patriarchale System und den Krieg an sich in Frage, und zwar einschließlich der heroischen Erzählung vom Krieg als Selbstaufopferung der Männer für ein höheres Gut und insbesondere für den Schutz der Frauen. Es geht also um weit mehr als um die Entschädigung einzelner Frauen, die vor mehr als 70 Jahren zu Opfern sexueller Gewalt wurden. Bei dem Protest dieser Frauen geht es eigentlich um alles.
Vielen Dank.